Eine Abfüllanlage, die nicht ständig am Limit läuft. Das war das Ziel bei einem Modernisierungsprojekt der König-Ludwig-Brauerei im bayerischen Fürstenfeldbruck. Der Marktführer im Dunkelbiersegment investierte rund 10 Millionen Euro in eine komplett neue Abfüllstrecke. Trotz längerer Wege sank der Energieverbrauch der Transportanlagen um die Hälfte, dank energieeffizienter Antriebe von SEW Eurodrive. Die Brauerei mit insgesamt 4 Produktionsstandorten ist von der Zuverlässigkeit der Antriebslösungen aus Bruchsal ebenso überzeugt wie von der Servicequalität. Als sich die König-Ludwig-Brauerei für eine neue Anlage von Krones entschied, stand daher bereits fest, dass sie komplett mit Antrieben des bewährten Herstellers ausgestattet sein sollte. Durchschnittlich 45.000 Flaschen werden nun pro Stunde im Einschichtbetrieb befüllt. Durch überdimensionierte Kernelemente und lange Strecken können die Transportbänder meist mit gleichmäßiger Geschwindigkeit sehr verschleißarm gefahren werden. Bei einer Störung laufen die Transportbänder also sehr lange weiter, bevor ein kompletter Rückstau droht. Gleichzeitig sind nach Angaben der Brauerei Wasser- und Stromverbrauch der Anlage gesunken. Möglich wird das durch gut 60 Antriebseinheiten aus der Produktfamilie des mechatronischen Antriebssystems Movigear von SEW Eurodrive. Rund 50% Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Getriebemotoren sind mit Movigear erreichbar. Und diese Größenordnung wird in den Verbrauchsmessungen der König-Ludwig-Brauerei auch bestätigt. Eine weitere Erfahrung des traditionsreichen Betriebs: Die Antriebe aus Bruchsal laufen jahrzehntelang zuverlässig.